Ist Sand. Dashi. Ach, da muss ja jetzt noch eine Schicht hier drauf. Ach, am Arsch. Weil hier kommt ja erst das Wasser noch drauf. Oh, nee. Ach, scheiße. Damit das nicht wegfließt, ist ja klar. Dünnes, dass du einen Pfeil nicht mehr abbauen kannst. Mal Holz mit gleich. Ich soll Holz mitbringen. Ja, oder ich gehe gerade selber. Nee, ich gehe schon. Ich bin schon auf mich nach unten. Also. Ein Stack reicht auch erstmal. Ein Stack Holz. Wir brauchen dann wieder Glas. Holz. Nein, die schießen, ihr Fotzen. Henning? Ja. Warte. Schieß doch. Schieß doch. Jo. Wollen wir mal pennen gehen? Was soll ich sagen? Ja, ich mach das hier kurz noch fertig mit der Umrandung. Mhm. Obwohl, wir könnten das Wasser auch nur erhöhen vielleicht oder so lassen. Ich weiß es noch nicht. Ja, doch. Ich glaube, das lassen wir auch so. Hä? Falsch. Hä? Ja. Da können wir sogar ein bisschen Holz wegkloppen. Ja, aber ja. Eigentlich können wir da die eine Schicht Holz wegkloppen. Und dann hier noch wie eine... Wir müssen immer irgendwo Holz reinsetzen, das ist dann wie der Übergang. Und dann bauen wir da so wie Tische und Schirme hin. Das wird zu viel. Hast recht. Oder wir füllen es doch nochmal. Ab ins Bett jetzt. Wo bist du eigentlich, Henning? Im Bett. Wie bist du runtergekommen? Du hättest an mir vorbeigehen müssen. Ja, vielleicht bin ich ja an dir vorbeigegangen. Hast du ja auch nicht gemacht. Du bist ein Cheater. Ja, also, da hat sich nach unten gecheatet, der Sack. Ich gehe einfach. Gottmode ein und so, weißt du? Ja, ich bin Gott. Nein, nein, das geht nicht. Ach stimmt, ich bin Chuck Norris, hast du recht. So. Ja, oh, so, schön stecken. Können wir ja anfangen jetzt mit dem Wasser wieder. Ja, holen wir mal Wasser. Ich hab noch Wasser, meine Eimer sind noch voll. Denke ich mal auch, Wasser holen. Ah, hier müssen da noch. Ach, wie blöd, ey. Das ärgert mich. Ärger dich nicht! Kleiner Henning. Warum? Ah, mach mal andere Mucke hier, das, die nervt da, irgendwie. Da. Hast du nichts irgendwie Fetziges? So ein bisschen. Ja, was Fetziges hier? Was? Was Fetziges? Ja, was Fetziges, Alter. Das? Nee, nee. Ja, das ist schon besser. Ah, das klingt noch geiler. Na gut. Lass mich in Ruhe, Andy. Piss dich. Handy? Andy. Enderman. Achso.
Wo ist er? Wo ist er? Komm her. Kommt her. Guck, guck. Ich guck euch an. Ihr müsst herkommen. Hallo. Ich will es gerade probieren, ihr Schweine. Was? Hallo, ich guck euch an. Wieso kommen die nicht? Ich guck ihn doch an. Ja. Oh Gott. Voll in die Augen geguckt. Voll in die Augen. Reagiert nicht, der Pämmer. Hallo. Ah. Guck, guck. Aber das machen wir noch hier hin. Ja, haha. Du kannst ja machen. Ah! Ach du doofer Enderman. Fick dich doch. Alter, das ist geil, wenn du dann hier unten lang schwimmst und du siehst so. Ha, guck mal, da unten ist ein Casino. Beim Schwimmen. Da werden wir gleich unser Geld verzocken gehen. Ob die uns überhaupt reinlassen mit den nassen Klamotten? Egal. Oh Gott, ich glaube, wir haben ein Problem. Ich glaube, das geht alles gar nicht so auf. Wegen der Erniedrigung, oder? Doch, müsste eigentlich. Doch. Muss ja eigentlich. Das wird schon pessimistisch. Genau, und das wird aus dem hier Abenteuerpool. Da darf ruhig ein bisschen Strömung drin sein. Das soll ja ein bisschen hier Wirr und Wirrpool und so, weißt du? Ist mir aber ehrlich gesagt ein bisschen zu viel Strömung. Na, aber ein bisschen, das muss ja Action sein, weißt du? Weil wir wollen da oben Nova Eventis drauf bauen. Ach scheiße, du weißt ja nicht, was Nova Eventis ist, wa? Was? Nova. Ah nee, nicht Nova Eventis, sondern. Wer ist das? Belantis. Ah, genau, weil man ja auch extra hierher kommt nach scheiß langweiligen Belantis. Ja. Ah. Na, ich sagte ja, er wird sicherlich nicht wissen, was Belantis ist. Ja, kann man froh sein. Ich war da nie drin, warst du da schon mal? Oh. Echt? Busch kleiner. Nö, nee, Vergnügungspark. Also. Im Osten. Gibt's ja. Da? Frei? Dürft ihr da auch Spaß haben im Osten? Da verwechselst du was. Wir hatten im Osten schon immer Spaß, selbst als die Mauer stand. Im Westen waren schon immer Spießer und Bürokraten. Bürokratie kam uns bei uns erst hinzu, also unnötige Bürokratie gab es uns bei uns erst nach dem Mauerfall. Der Henning macht sich ja keine Freunde. Richtig hier, hä? Also das mit der Strömung gefällt mir immer so gar nicht irgendwie. Ich finde das geil, das ist hier mal eben, weißt du? Was willst du mit so einem langweiligen Planschbecken? Wo die da noch reinscheißen im Whirlpool, die sollen Angst haben beim Schwimmen. Hey, komm schon mal sauf. Kein anderes Schwimmbad. Ist so gefährlich. Yeah. Es ist möglich, dass sie ja saufen. Ich hab ja eine Idee, hier können wir doch eigentlich noch so Dinge ja außen rum machen, oder? Naja, aber so mehr nicht. Das soll ja noch, ja, so ist okay. So ist gut. Und dann auf der anderen Seite auch noch und dann. Ja, okay, gut. Meinst da, wo die Strömung so ist, wa? Ja. Ja, jetzt weiß ich, wie du das meinst. Okay, gut, das dürfen wir machen. Das dürfen wir machen? Ja. Das ist schön, dass ich das okay vom Chef hab. Dass wir das so machen dürfen. Naja, du weißt, der Bademeister, der verprügelt uns sonst wieder. Ach ja. Echt, ey. So wie komm ich rum, verprügelt euch. Ach du. Ja. Du bist doch nicht der Bademeister, du bist der Kloputzer. Na. Nee, ich bin Bademeister. Ich komm mal rum dann. Du bist hier der Hausmeister. Facility Manager. So. Ja, genau. Bitten darf. Ja. Yeah.
Ja, yeah. Das Bunte will sich noch da hinten bei dem Ausgang machen. Ah ja, das Casino ist noch nicht ganz so, aber es wird noch. Wir uns auch irgendwas Schräges einfallen lassen. Aber es regnet nicht mehr durchs Casino. Aber wir können oben Waterboard sehen. Geil, oder? Oh nee, nicht schon wieder die bejaute Mucke. Geil. Klingt wie als wenn du ein Eichhörnchen vergewaltigst. Ja. Echt so, oh. Ben. Ah, naja. Oh. So ist das halt. Geil. Hat Spaß, Eichhörnchen. Verdammt. Mau. Ich hatte die Strömung doch da eben. Ah, das ist gut, das ist gut. Oder schon wieder dunkel. Erzählt nicht so viel. Ja, ja, der André ist gerade sowieso irgendwie abwesend. Ja, ich bin gerade ein bisschen vertieft, weil ich jetzt gerade was Schönes mache. Nichts. Ach, das ist so schön. Stufen wollte ich noch. Thank you.
Elendig. Ach so, der macht Schilder. Ja. Gute Idee. So, dann haben wir hier so einen schönen... Scheiße, es gibt kein SZ. Dann machst du Doppel S. SS! Asch, asch! Was ist da denn? Was ist da auch noch was? Lies mal, Henning, meine Schilder. Willkommen im Waterworld. Schwimm um dein Leben oder stirb qualvoll. Ein Spaß für die Familie. Ja, das sieht gut aus hier. Dann kannst du hier meinetwegen auch noch so Dingens drauf machen, so Stühle und Sonnenschirme. Ja. Naja, später. Fackeln müssen ja auch noch unbedingt drauf. Ja. Okay, wollen wir dann erstmal pennen gehen? Warte. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Danny. Ich finde das mit den Schildern geil. Das gibt nochmal so richtig Stimmung. Mhm. Willkommen im Waterworld. Schwimm um dein Leben oder schwimm qualvoll. Ein Spaß für die Familie. Hat irgendwie was. Oh, ja, ja. Jo. Gepennt. Okay. Bist du immer noch nicht im Bett? Ich schon. Henning! Wie kannst das geht? Du cheatest doch, du. Hey. Yo, ich geh runter. Guckt euch das in der Aufnahme an. Ach so, das sind zwei Treppen. Ach so, ja. Gut. Ja, natürlich. Denk mal, wo bleibt denn der? Geh nicht ins Gästezimmer. Gucke doch nicht, was Henning macht. Geh selber einfach runter und gut ist. War. Wenn Henny noch nicht runter ist, gehe ich auch noch nicht runter. Genau. Und dann ich lieg schon im Bett. Weißt du, ich hab dich gar nicht gesehen, wie du runtergegangen bist. Mama. Ich wollte fackeln. Mann, das finde ich voll doof. Blöde. Fackeln. Alter. Also ich muss sagen, das Casino ist schon mal, ja. Kann man so anbieten, ne? Ja, es hat eigentlich bisher mal was von einem, Puff. Ja, von einem Puff-Bordell. Als wie von einem Casino, aber egal. Ja, ist doch kein Problem. Wir schreiben das dann noch mit einem Schild. Hier Casino, kein Puff. Ist auch Spaß für die Familie. Ja. Mal so lassen. Oh, okay, das ist jetzt ein bisschen da derb, was ich vielleicht schreibe. Nee, das schreibe ich nicht. Was mir jetzt gerade für einen Satz in der formuliert ist, klappt. Ich weiß nicht, ob man das so auf YouTube bringen darf. Stimmt nicht. Ja. Ja. Nein, nee, wenn es in dir kommt, André nicht. Es ist jedenfalls nichts Politisches. Ah. Aber bestimmt frauenfeindlich oder irgendwie. Naja, nicht ganz. Antisemitisch oder irgendwie so. Nein, auch nicht antisemitisch. Gegen die habe ich nichts. Ich auch nicht. Rassistisch. Nein, es hat. Nee, es ist ja nichts. Hat nichts mit ethischer Herkunft zu tun. Alter, von oben von unten sieht das einfach nur groß aus. Guck mir das mal von der Ferne an. Braucht mehr Stufen.